16 Catcher aus 8 Nationen haben sich nach 10 Jahren Pause in Graz wieder einmal die Ehre gegeben. Eine Nacht der Kolosse. Sie sind Raufbolde, mit denen man sich besser nicht anlegt, will man sich nicht unter 180 Kilogramm Lebendmasse begraben lassen. Und das kann oft schneller gehen, als man glaubt, vor allem, wenn sich die Wrestler im Ring nicht nur physisch, sondern auch psychisch unter Druck setzen. Wenn man ihn austrägt, wenn man Griffe macht, wo man nicht mit rechnet, wo man seine Intelligenz, sag ich mal, im Kampf zeigt und auch die Beherrschung über den Gegner im Kampf zeigt und ihn dadurch ein bisschen bloßstellt vor dem Publikum. Ich habe keine Angst. Ich stelle mich den Kampf, auch so groß der Gegner auch sein kann, keine Angst zu zeigen. Wobei mittlerweile auch das schwache Geschlecht keine Angst mehr kennt, ist doch Wrestling längst nicht nur mehr Männersache. Aber ich würde selber gern kämpfen mit meinem Bruder und so, und deswegen finde ich es einfach gut. Ordentlich Prügel hat im Hauptkampf um den Styria Cup der Steirer Viktor Krüger den beiden gefürchteten Kolossen aus Großbritannien und den USA verpasst. It was hard. Very, very hard. Keiner darf besser sein als ich. Keiner darf stärker sein als ich. Und wie gesagt, Steirer Blut ist keine Nudelsuppe. Let me tell you something. Viktor Krüger, this is not the end. This is not the end. Das hoffen auch die Fans, die den Styria Cup für immer nach Graz holen wollen. Und wir werden ihn in Graz demnächst wieder verteidigen. Hier in dieser Stadt. Graz ist die Stadt.